Wir haben das Higgs-Teilchen gefunden. Das war die Sensationsmeldung in den vergangenen Tagen, die vom CERN-Institut in Genf gekommen ist. Soweit ich die Erklärungen rund um das Higgs-Teilchen verstehe, geht das so. Am Beginn war der Urknall, dann gab es die ganz kleinen, winzigen Strahlungsteilchen, die ganz schnell sich bewegt haben. Die Higgs-Teilchen, die haben diese Strahlungsteilchen abgebremst und erst dadurch konnten die Strahlungsteilchen miteinander Verbindungen eingehen. So ist dann die ganze Materie entstanden und schließlich auch das ganze Universum. Also, so wie ich das verstehe, sind die Higgs-Teilchen Bremser. Sie machen die kleinen Strahlungsteilchen fähig, Bindungen einzugehen. Für mich ist das ein Bild für mein eigenes Leben. Wenn ich so unruhig bin, getrieben bin innerlich, dass ich gar nicht mehr richtig Kontakte eingehen kann mit anderen, wenn ich getrieben bin von Gier vielleicht oder von meinem Egoismus, von der Angst, wer bringt mich dann zu mir selber? Wer hilft mir, dass ich wieder verbindungsfähig, kontaktfähig werde, indem ich zu mir selber komme zuerst? Vieles kann mir dabei helfen. Dabei spielt für mich auch Jesus eine zentrale Rolle. Er ist für mich wie viele Higgs-Teilchen, denn er bremst meine negative innere Unruhe in mir ein und er macht mich so beziehungsfähig, bereit, anderen zu begegnen, allen Geschöpfen und auch Gott. Ich glaube an das Wort des Apostels Paulus, der gesagt hat, Gott wollte durch Jesus alles verbinden, im Himmel und auf der Erde.